Ja, Servus und Moin Moin zu einem weiteren Machenmaker-Stream. Für euch möglicherweise überraschend, weil ich hatte ja gestern gesagt, ich will vor dem Umzug eigentlich keinen Stream mehr machen. Aber ja, wir sind gut durchgekommen und mir ist auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen heute nochmal, ja, ich sag mal so 1 bis 2 Stunden ein bisschen Machenmaker. Je nachdem, ja. Was meine Müdigkeit so macht, weil ich habe irgendwie den ganzen Tag gefühlt bisher nur gepennt. Das ist irgendwie ganz schön krass. Ist da wohl irgendwie doch ein bisschen anstrengend, das Umziehen möglicherweise. So, ich gucke hier gerade nochmal in der Twitch-App. Denn dann können wir eigentlich auch schon gleich loslegen. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ich muss nämlich mein ganzes PC-Zeugs nach dem Stream noch abbauen. Und deswegen werde ich nicht so furchtbar lange heute schaffen. Paar Level habe ich ja, ist logischerweise jetzt noch keiner da gerade. Ich warte auch noch, bis die Twitch-App erkennt, dass ich online bin, was immer erschreckenderweise ziemlich lange dauert. Aber es siehe da, oder man siehe da, ich bin tatsächlich auch jetzt als online gemeldet über meine Twitch-App. Keine Ahnung, warum das so lange dauert. Gut, Streamlabs ist auch an soweit. Also im Prinzip können wir direkt loslegen. Ach so, noch ein kleiner Hinweis. Das Level von gestern, Go Fast, habe ich heute Morgen noch geschafft. Ich habe irgendwie 3 Versuche gebraucht. Ich habe kurz geguckt, wo ich was verbessern konnte und wie das der eine Zuschauer, ich weiß seinen Namen nicht mehr ganz genau. Irgendwas mit Baum hatte er, glaube ich, im Namen. Wie er auf jeden Fall richtigerweise erkannt hatte, hätte ich den Walljob optimieren müssen. Habe ich dann gemacht und das Level geschafft. Bla bla bla, Friede, Freude, Eierkuchen. Alles wird gut. Barry hat die Welt gerettet. So, schauen wir doch mal. Was habe ich für ein neues Level? Wir fangen jetzt mal wieder von ganz oben an. Ich habe hier noch eins vom Gaudi-Mann, der gerade nicht anwesend ist, aber das ist mir egal. 0NR. Ich muss die auch alle mal irgendwie abarbeiten. 73Q. Wobei abarbeiten klingt so negativ. Ist gar nicht so negativ gemeint. 73Q. 4HF. Dann schauen wir doch mal. Achso, ich muss mal gerade gucken, ob das hier mit dem Chat soweit funktioniert. Okay, perfekt. An invasion has gone wrong. Von Gaudiman. Ich bin mal gespannt. Ja, boah, ich bin den ganzen Tag so unfassbar müde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen, achso, erstmal gucken, ob die Lautstärke passt, die sich irgendwie immer kurioserweise wieder hochstellt. Ich muss auch gleich mal überlegen, wie ich überhaupt für den Umzug meine Webcam einpacke. Da bin ich noch nicht so ganz. Oder habe ich noch nicht so eine Idee? Pure Boy, ich grüße dich. Wie geht es dir denn? Hattest du ein schönes Wochenende, falls du Deutsch sprichst? Sind ja auch viele Amis mittlerweile hier bei Mario Maker. Okay, das Level ist vom Gaudi. Also vom Gaudi-Mann, da muss ich ja eigentlich gar nicht sagen, ob die gut sind oder nicht. Die Level vom Gaudi-Mann sind eigentlich, wie Lothar Matthäus sagen würde, überragend. Oh, oh, fuck. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist ein bisschen schnell auf einmal. Aber kein Problem. Ja. Vom Design her ist es jetzt nicht Gaudi-Manns schönstes Level, aber auf jeden Fall trotzdem schön. Ich finde es interessant, diesen Wechsel zwischen schnell und langsam. Gut, da hätte ich wahrscheinlich den P-Switch aktivieren müssen. Da war ich ein bisschen zu langsam. Sind hier irgendwo Symbole, an denen ich erkennen kann, ob ich schnell oder langsam sein muss? Ach, kann ich hier eigentlich durch? Wo bin ich? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich zu diesen andersfarbigen Switch hier kommen soll. Möglicherweise muss ich auch in die Röhre da gehen. Das habe ich jetzt dummerweise nicht ausprobiert. Der Raphael ist da. Hallo, ich grüße dich. Ach, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Da ist ja ein Swamp daneben. Raphael, ich habe das Level übrigens heute Morgen geschafft im dritten Versuch, falls du es auf Twitter nicht gesehen haben solltest. Easy. Total einfach. Nein, so einfach war es natürlich nicht, aber ich habe es geschafft.
Oha. Das Doofe ist, man weiß hier nie, wann der wieder schnell wird. Ansonsten, wie geht es dir denn, Raphael? Ich habe gegen meine Ankündigung jetzt doch einen Stream gestartet, weil ich doch noch ein bisschen Zeit habe. Heute werde ich aber nicht so lange streamen können wie gestern. Immer wenn dieses S kommt, wurde es danach schnell. Aber jetzt nicht. Ich beeile mich trotzdem mal. Ja, war jetzt nicht. Oh, fuck. Wie hoch geht das? So hoch. Es ist jetzt nicht Gaudimans schönstes Level, aber es macht trotzdem auf jeden Fall Spaß. Also, okay, jetzt kommt ein längerer Text von Raphael. Ich bin gespannt. Aber trotzdem schönes Level. Also nichtsdestotrotz, also. Obwohl es nicht Gaudimans schönstes Level ist, aber es ist trotzdem ein schönes. Ich weiß auch gar nicht, hätte man das mit so einem Low Jump eventuell noch schaffen können? Ich warte jetzt die ganze Zeit auf Raphaels längeren Text, weil wenn jemand also schreibt, kommt dann normalerweise ja immer ein längerer Text. Aber vielleicht hat er sich auch einfach vertippt. Oh fuck, der macht ja meinen Boden weg, das sehe ich erst jetzt. Ach, zu spät, zu spät. Ja, genau, Raphael, das habe ich gestern bzw. heute Morgen geschafft. Im dritten Versuch, nachdem ich rausgefunden habe, was ich falsch gemacht habe. Denn einen Walljump hätte ich schneller machen müssen. Nach der Röhre habe ich es im dritten Versuch geschafft. Also relativ schnell dann. Da, wo dieses eine Kettending war, wo ich immer gestorben bin, da hätte ich einfach unter der Kette abspringen müssen und nicht über, wie ich das immer gemacht habe. Aber das hier ist eklig. Das ist eklig. Ja, und dann habe ich das einfach gesehen und aha, okay, mache ich, sofort umgesetzt und dritten Versuch halt. Schafft. Habe ich wieder was dazugelernt. Für Speedrun-Level immer möglichst niedrig an solche Dinger springen. Ich frage mich aber, wie man das hier einigermaßen souverän schaffen soll. Das Doofe ist, wenn ich hier hinten bin, sehe ich die Flammen gar nicht. Ja, okay, da muss ich einfach irgendwie mal groß hinkommen, dann schaffe ich das auch. Oh, fuck. So, jetzt sind wir da doch schon groß. Dann sieht das doch ganz anders direkt aus. Muss ich irgendwie nur den einen Sprung hier schaffen. Boah, das ist auch eklig. Ah, wobei es geht. Puh. Ich traue ihm jetzt halt alles zu. Heute leider keine Zeit für den Stream. Ah, schade. Aber ich werde den Stream auch auf YouTube hochladen, von daher. Kein Problem. Mach's gut, Raphael. Es ist schade, dass der Raphael keine Zeit hat. Also ist das manchmal. Ja, schönes Level von Gaudimann. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Kriegt auf jeden Fall ein Like. Daran scheitert es auf keinen Fall. Gut. Ist der Zuschauer. Ja, Pure Boy ist noch da. Mal gucken, was er mir da eingesendet hat. Okay, er hat ein Level eingeschickt. Mach's gut, Raphael. Wo noch keiner es scheinbar absolviert hat, aber auch noch niemand versucht hat. Dementsprechend bin ich mal gespannt. LNT XG5. XG5 T1G.
visit the old friend, Mr. Boo. Where does he hide? He's just too shy. Can you help me to find him out? Okay, Level von einem Japaner. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich relativ sadistisch. Ein Versuch. Nicht geschafft. Das ist relativ nicht aussagekräftig. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin gewarnt, weil es ein Japaner ist. Da habe ich dann gleich ein bisschen Respekt vor dem Level. Muss man sich hier mit dem Bu... Nee, muss man nicht. Ich wollte gerade sagen, muss ich mit dem einen hier durch das ganze Level? Okay, die Frage ist das wie so ein Geisterhaus aufgebaut? Sieht das hier genauso aus wie eben? Boah, hoho. Fuck, ich glaube, ich habe verkackt. Okay, das könnte eine durchaus herausfordernde Sache hier sein. Okay, Raphael ist doch noch da. Boah, das ist so ein Level... Naja, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Ich bin jetzt eher nicht so der Fan von solchen... Geduldslevel, sage ich mal. Aber wir können es gerne mal ein paar Minuten probieren. Düdeldüch ist bestimmt irgendwo auch ein Item versteckt, aber ich war jetzt zu langsam. Bist du gleich noch verabredet, Raphael, oder was hast du vor? So, okay. Ich muss den irgendwie... Problem ist, wenn der jetzt den... Ich muss auf den anderen höchstwahrscheinlich draufspringen. Selbstmord. Na, nicht ganz. Nee, Splatfest habe ich gar nicht gespielt. Ich habe ja Mario Maker gesuchtet und für den Umzug ein paar Sachen gemacht. Ich muss mal gleich wegen der Kamera gucken. Da rechts neben meinem Stuhl, das regt mich ein bisschen auf. Okay, jetzt geht's hier weiter. Und wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Sehr cool. Oh fuck, der geht hoch. Ach, ich kann auf die Bomben auch drauf eigentlich, oder? Boah, das ist echt schwer. Ich guck mal gerade wegen meiner Campfix. Das besser kriege, aber hier sind halt gerade so scheiß Lichtverhältnisse, weil hier die ganzen Umzugskartons sind. Ich glaube, viel besser kriege ich es nicht hin. Ja, ich weiß, dass Chaos gewonnen hat. Phoebe hat mir das erzählt. Okay, ich muss hier, glaube ich, ganz schnell rüberspringen, bevor die Geister da sind. Okay, das ist nicht so ganz ohne. Hallo. Würdest du... Boah, das ist echt nicht einfach. Ach, ich hätte die Bombe noch haben müssen, dann hätte ich da wenigstens reingehen können. Ey, das ist so schwer. Ja gut, das ist... Ich hab noch nicht so ganz die Taktik raus. Kommt eigentlich immer mehr Geister auch raus? Ach. Ich würde aber auch trotzdem mal behaupten, dass das ein bisschen auch mit Glück zu tun hat. Ja, weil wenn da einer so rausgeschossen kommt, also, oder muss es einfach ultra schnell machen. Ah, man muss halt an den Rand, um die nächste zu triggern. Aber wenn man zu sehr an den Rand geht... Man logischerweise tot.
kommen die denn alle her? Also ich weiß, wo die alle herkommen, logischerweise, aus den Kanonen, aber... Ich glaube, bei dem muss ich ein bisschen warten, sonst komme ich da ja gar nicht zum Schluss. Ja, das war wieder der Pechtod, sag ich mal. Ja, ich weiß, dass die aus der Kanone kommen. Aber ich kann dagegen nicht viel machen. Ich muss hier einfach schnell durch. Logik 2019. Ja, das weiß ich ja, dass die aus der Kanone kommen. Ah, das hätte ich schaffen können. Ja, also man muss es definitiv schnell machen. Wenn man es zu langsam macht, dann wird man von den anderen wieder angeschossen. Puh. Aber dort war ja zum Glück ein Checkpoint, von daher alles gut. Wenn ich mal das jedes Mal wieder von Anfang an machen müsste, hätte ich das Level wahrscheinlich schon abgebrochen. Aber es bleibt trotzdem herausfordernd. Vor allen Dingen dieser, ja. Wenn man das Game nicht kann, kann man das Level nicht spielen. Ja. Das ist schon nicht so ganz ohne. Glückskeksprüche. Ja. Die Glückskeksprüche haben mir mein ganzes Leben schon weitergeholfen. Created by Barry. Ja, ich sollte so eine eigene Firma aufmachen, wo ich Glückssprüche für die Kekse verkaufe. Ich glaube, das wäre der Shit. So, gibt's jetzt noch einen Checkpoint oder sowas? Wo bin ich? Oh, scheiße. Ja, habe ich ja gestern schon gesagt. Das stimmt. Gestern kam mir die Idee das erste Mal auf, dass ich mich doch selbstständig machen müsste mit Glückskeksprüchen. Ulala, ulala. Oh. Ja, das ist aber auch echt undankbar, diese Stelle. Und danach kommt man in diesen anderen Raum. Ich hätte aber vielleicht mal nach rechts laufen sollen und gucken, was dort ist. Ob da irgendwas ist, was mir noch helfen kann. Probieren jetzt einfach mal, hier noch schneller durchzukommen. Na, das war dumm. Ja, da hat derjenige sich auf jeden Fall schon ein fieses Level ausgedacht. Boah, Hilfe. Das Level hat ja noch keine Abschlussquote gehabt vor mir. Das heißt, ich werde jetzt richtig in den Boden rammen. Ist doch auch mal schön. Ja, Barrypedia ist, glaube ich, noch nicht gegründet worden. Verbindung zu Barrypedia steht auf jeden Fall noch nicht. Oh, ich hasse diese scheiß Drecksgeisterkanonen. Ja, also man muss direkt weiterspringen, sonst ist man sofort tot. Tot sein ist schlecht, weil dann kann man nicht mehr weiterspielen. Auch eine Weisheit, die es, glaube ich, noch nicht auf Barrypedia gibt. Zumindest wüsste ich es nicht. Und dann bin ich tot. Ich denke mir immer bei diesen Mario Maker Leveln, die so sind, die Creator haben bestimmt irgendwo an so einer unmöglichen Stelle immer irgendwie einen Stern oder sowas versteckt. Damit sie das einfach ganz problemlos spielen können und hochladen und die Spieler sind halt ahnungslos und ja.
sterben. Und sterben und sterben. Aber ich kann dich beruhigen, das hier ist kein Level, was ich so lange spielen wollen würde wie das andere von gestern. So viel kann ich schon mal sagen. Wow. Okay, so geht's. Ah, fuck. Man kann natürlich auch direkt abspringen, ne? Dann ist man noch schneller, aber das ist mir ein bisschen zu riskant, glaube ich, oder? Aber das sollte auch auf jeden Fall die Methode mit deutlich weniger Geistern sein. Probieren wir jetzt einfach mal. Boah, Hilfe. So, wir gehen jetzt mal rechts weiter und gucken, was dort noch... Ah, das ist tatsächlich eine Tür. Was wir dort haben... Ach, dann bin ich hier unten. Hä, was muss ich hier denn machen? Okay, die Bombe wahrscheinlich rüberführen, oder? Hä, aber das heißt, ich soll die Bombe da im richtigen... Jetzt muss ich ein wenig Super Mario Odyssey suchten. Viel Spaß, Raphael. Jetzt ist die Bombe hier okay, aber... Was bringt mir das? Muss ich die im richtigen Zeitpunkt darüber kriegen? Boah. Das ist ein bisschen übertrieben vom Schwierigkeitsgrad. Ah, zu knapp. Vielleicht wird es dann da ja weitergehen. Weiß ich ja nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ist aber vom Timing auch echt nicht so einfach. Ah, Mist. Ah, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Gute Deutsch, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Das, zu der Erkenntnis bin ich mittlerweile auch gelangt. Ach, ich weiß nicht. Das Level hat ein paar gute Ansätze, aber auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, Alter, das ist ultra nervig und das hier ist so eine Stelle. Aber eigentlich eine coole Idee, wie das Level so gemacht ist ansonsten. Bist du langsam? Hey, oh Mann, 140 Sekunden habe ich noch. Aber wenn danach nicht direkt ein Checkpoint ist. Sieht das zeitlich ein bisschen schwierig aus. Timing is all, ja. Das stimmt. Wenigstens hat er hier einen Checkpoint eingebaut. Also ohne Checkpoint hätte ich dieses Level schon längst nicht mehr gespielt. Vor allem das hier mit diesen aufkommenden Geistern ist halt ein bisschen... ultra nervig, weil dann kriege ich die da gar nicht hoch, die Bombe. Ey, wieso?
Ach, diese Stelle ist so unfassbar nervig. Ich spreche es aus. Und RIP. Das Problem ist, sobald diese Bombe da ganz rechts ist und diese Geister da sind, dann wirbeln die das so durcheinander, dass der teilweise überhaupt gar nicht mehr da hochkommen kann. Der Bob-Omb, das ist echt irgendwie. Weiß ich nicht, da hätte er die Geister weglassen können, finde ich. Weil jetzt ihn da nochmal hochzukriegen. Ist sehr random. Das ist zum Kotzen mit diesen beiden Geistern hier, ganz ehrlich. Ich gebe dir einen toll, weil du gerade zuguckst, aber das finde ich so ultra nervig. Das spiele ich nicht mehr, muss ich leider sagen. Das ist ja totales Try and Error. Das ist nicht mein Geschmack. Ne. Ne, ne, ne. Das gefällt mir nicht. Da muss ich leider so direkt sein. Das ist, weiß ich nicht. Also wenn diese beiden Geister da am Ende nicht wären und man das Ding jederzeit da problemlos rüberkriegen würde, würde ich ja sagen, okay, dann ist es vom Timing her machbar. Aber so ist das echt, einfach nur irgendwie unfair. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Mimimi. Muss auch mal sein. So, 012 ist das nächste. JQG. So, okay. War jetzt nicht so mein Level. Von Baupflanze das nächste Level. Just Bowser Fight, but in Undertale-Style. Okay, ich bin gespannt. Von Baupflanze. Was hat er mir denn so Schönes geschickt? Wahrscheinlich so ein etwas längerer Bosskampf, vermute ich mal. Ach, ich Idiot. Ist auf jeden Fall schon mal relativ stylisch. Boah, oh Gott. Ja, ich komme ja noch einigermaßen durch, aber jetzt habe ich kein Item mehr. Ah doch, ich habe auch ein Item. Es hat auch eine relativ hohe Abschlussquote, glaube ich. Ist es auch. Ich springe, glaube ich, auch einfach durch. Nachher breche ich noch den Weltrekord wahrscheinlich, weil ich immer nur durchspringe. Ah, fuck. Ich wollte gerade sagen, kann ich Bowser mit dem Schuh töten? Tatsächlich. Okay, ein bisschen Kuddelmuddel hier, aber. Ich kriege ja immer wieder neue Schuhe, um auf Bowser drauf zu springen. Von daher, alles gut. Frage ist, wie oft kann, muss ich auf den wohl draufspringen, wenn der. Ah. Also die. Wenn du das irgendwann später siehst, Pflanzenheld oder Hero Plant, du hättest vielleicht die Gumbas weglassen können. Ich meine, die sind auch schon genug Gegner. Ansonsten. Eine ganz witzige Idee. Und das war's auch schon. Okay, ein relativ. Kurzes Level. Ja, aber schadet ja nicht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich überlege es gerade nochmal zu spielen und zu versuchen, den Weltrekord zu brechen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Einfach immer nur schnell durchlaufen. Das müsste dem Weltrekord möglicherweise reichen. Viel war es ja nicht. Gut, den Bosskampf muss man halt relativ schnell schaffen. Aber bei dem anderen kann man eigentlich immer nur richtig schön durchlaufen.
So. Es war auf jeden Fall schneller als eben. Aber ob es für den Weltrekord ausgereicht hat, schauen wir mal. Ich glaube eher nicht eigentlich. Ah doch, perfekt. Sehr schön. Kann man aber auf jeden Fall noch schlagen. Ist definitiv ausbaufähig. So, schauen wir mal, was haben wir hier noch? Für wunderbare Level. Ich glaube, ich habe eben über das Level zu sehr geschimpft. Die ganzen Leute sind alle weggegangen. Aber es hat mir halt auch wirklich nicht gefallen. Und dann darf ich ja wohl auch meine ehrliche Meinung sagen. So, FX4. ROQ. Ja, beziehungsweise 0 dann halt, ne? ROQ SDF. Nicht zu verwechseln mit ZDF. Ranz, ich grüße dich. Hi, schöne Grüße. Marius Reise von Jeknum oder Jeknom oder ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Auf jeden Fall ein Mario's 3D World Level. Boah. Oh, das ist dreckig. Du dreckiges Schwein. Ah, fuck. Frage ist, kann man das mit dem normalen Sprung und dem Verlängern auch schaffen? Das würde es ein bisschen vereinfachen. Nee, kann man nicht, weil er hier überall irgendwelche Blöcke eingebaut hat. Okay. Ich habe eigentlich die Sprungtaste gedrückt. Okay. Ach, die Frage ist, sind da überall Dinger drüber? Oder muss ich danach einfach da drüber? Wie heißt das Level? Heißt es irgendwie Troll oder so? Trollolol oder Trollololburg? Marius Reise. Klassisch. Okay, da sind überall die Dinger drüber. Also wenn das Level hier 1 nicht ist, dann klassisch. Aber, also klar, ich weiß jetzt, dass ich auf diesem blauen mit diesem Spinjump da drauf muss, aber was soll ich danach machen? Ah, okay. So ganz verstehe ich nicht, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Das war zu früh. Also ich muss scheinbar wirklich auf den drauf springen und dann irgendwie ganz gezielt darüber. Aber das war zu früh. Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Level. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das hat. Wie soll man das schaffen? Hä? Das verstehe ich nicht. Hier war doch nirgendwo ein Schalter, oder? Und wieder zu früh. Oder muss ich vielleicht erst nach links da oben hoch? Das kann ich nochmal probieren. Ah, fuck. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, aber hat sie irgendwie nicht genommen.
Ach, dieser zweite Sprung ist echt eklig. Ich glaube, ich werde mal versuchen, eher da links hochzukommen. Ah, das war richtig dumm. Na gut, wir gucken, wir tasten uns mal langsam rein. Ah, ich glaube, ich weiß, was der Gag hier ist. Ich kann hier keine Schnappattacke machen. Aber da links komme ich doch auch nicht hin. Ich verstehe noch nicht so ganz, was dieser Levelersteller von mir will. Ah, dann immer dagegen. Weil ich gucke gerade mal die Wiederholung. Also links komme ich auch definitiv nicht hin. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, am Arsch. Wobei, ich kann ja auf dem drauf landen. Jetzt habe ich aber gleich ein Problem. Jetzt fährt der nämlich in die Lava, genau. Hä, ich verstehe nicht so ganz. Okay. Da ist der. Oh, das ist dreckig. Das ist echt gut versteckt. Jetzt weiß ich wenigstens, wo der Knopf ist. Aber wie soll ich da hinkommen? Ich habe eine Idee, möglicherweise darf der nicht komplett, sondern muss irgendwie einen nicht oder so. Boah, ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Fuck. Also ich will jetzt nicht eigentlich schon wieder so früh die Flinte ins Korn werfen, aber ich habe halt gerade wirklich keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Weil mit diesem Ding komme ich ja definitiv nicht bis ganz nach oben. Mich von hier dahin? Nee, niemals. Ja, okay. Ich muss sagen, da ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, das noch weiter zu probieren. Also ich kenne jetzt auch irgendwie keinen Glitch oder kann keinen Glitch, um dahin zu kommen. Also eine Idee habe ich noch, aber die kann ich, glaube ich, nicht umsetzen. Ich weiß, es sind hervorragende Voraussetzungen. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss, wenn der rechts drauf ist, dann muss ich stampfen, glaube ich. Weil er dann nach oben kommt. Oh, dann komme ich da ja nicht mehr hin. Hat auch keinen Sinn. Jetzt ist der da drauf gefangen? Ist das das Rätselslösung? Ich habe keine Ahnung. Nö, ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen kann. Ja.
Deswegen machen wir ein anderes Level. Ich nix weiß, wie gehen soll. Keine Ahnung. Für mich unerklärlich. Gut, dann haben wir hier noch ein Level vom Wiggler Express. Der uns wieder an irgendwelche schönen Orte führt. Ich gebe mal seinen neuen Code ein. 3HV. 3HV. 0D6. MMF. A very good race mit E. Ist das cool, das so zu schreiben? Keine Ahnung. With four people. Gut, wir sind jetzt alleine. Dementsprechend ist es kein gutes Race, aber mal gucken. Wir schauen uns das Ganze trotzdem mal an, was er uns hier so wunderschönes kredenzt. Achso, das hier ist quasi der Startschuss. Ich verstehe. Okay, das ist... Kann man hier wieder zurück eigentlich? Ja. Nicht die B-Taste gedrückt halten, sonst kannst du diese Stelle nicht schaffen. Man nimmt halt immer das Trampolin. Mikau, ich grüße dich. Hi, wie geht es dir? Nimm dir immer dieses scheiß Trampolin und dann komme ich da auch nicht hoch. Yay! Wie geht es dir denn? Alles fit bei dir soweit? Hattest du ein schönes Wochenende? Hä, was muss ich hier machen? Ah, okay. Ich verstehe, ich muss hier einfach nur ein kleines bisschen Geduld haben. Also für einen Race ist das eigentlich ein cooles Level. Dadurch, dass ich das jetzt leider alleine spiele, ist es natürlich ein bisschen langsam und entsprechend auch wahrscheinlich langweiliger, aber dennoch. Es ist ganz cool. Positiv ist, ich kann mir währenddessen problemlos am Kopf kratzen, währenddessen dieser wunderbare Knochenzug hier. Ah, fuck. Muss ich das jetzt alles nochmal machen oder kommt der nochmal? Ah, okay, das ist nicht ganz so geil, dass man... Ich komme hier auch nicht mehr zurück übrigens. Doch, komme ich, okay. Oh, da muss man alles nochmal machen. Heftig. Ja, geil, ich grüße dich. Wie geht es dir denn? Wahrscheinlich geil. So, die Frage ist, kommt das Ding denn jetzt wieder? Ja, okay. So, dann machen wir doch mal hier das und sind oben. Ja, also für ein Race ist das definitiv ein cooles Level. Sind wahrscheinlich die guten Leute 100.000 Mal schneller als ich. Vor allen Dingen hat das so gebaut, dass man hier auch immer sehen kann, wo der andere gerade ist. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Wo ist der nächste? Na, komm. Ah! Ja, für einen Race definitiv ein hammergeiles Level. Leider nicht hier als Race gespielt. Oh Gott. Ach, fuck. Ich vergaß, in Mario World kann man ja gar nicht auf die drauf. Ach, alles nochmal von vorne. Aber okay. Das ist definitiv ein Level, was man relativ gut schaffen kann. Denke ich mal. So, hier nur bloß die Finger weg von der Schnelllauftaste. Yay! Hatte ich euch schon gefragt, wie euer Wochenende so war und was ihr so Schönes gemacht habt? Aber ich glaube, es hat niemand darauf reagiert. So, sammeln wir mal ein paar Münzen ein. Aber das ist definitiv ein gut gemachtes Level für so ein Race. Das hat er wirklich gut gemacht. Bis auf diesen komischen Smiley. Aber gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. So, das hier finde ich ein bisschen eklig. Aber kann man eigentlich auch relativ schnell schaffen. Vor allen Dingen ist es witzig, wenn man hier wirklich so scheitert wie ich und dann wieder komplett runterfliegt. Ist ja aber dann auch irgendwie... Ganz witzig tatsächlich.
Vor allen Dingen, da hat man dann noch lange nicht gewonnen, auch wenn man mal hinten ist, weil wenn der oben da, da Scheiße macht, dann ist die Kacke am Dampfen. So, spinnen muss ich hier natürlich, aber ich habe eben so viel Super Mario 3D World Style gespielt, wo man auf die ja drauf kann. So. Ja, geh weg. Okay, die Schnelle. Frage ist, geht die gleich nochmal nach links? Oh Gott! Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass ich hier möglicherweise richtig bin. Okay, hier nochmal so ein bisschen Geduld haben am Ende. Sonst muss man alles nochmal machen. Dann hat aber schon der Spieler, der am Anfang ganz nach oben gelaufen ist, einen Vorteil, weil er hier näher am Checkpoint ist. Kann ich auf die drauf oder was soll ich da machen? Ah, okay, man kann auf die drauf. Ja, das ist sogar ein Level vom Wiggler, tatsächlich. JY. Boah, okay, das ist ein bisschen tricky. Das hat mir der Wiggler tatsächlich eingesendet. JY, JR, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt auch ein Idiot. Willkommen im Team. Okay, wie soll ich hier hoch? Ach so. Ah, boah. Das ist ein bisschen dreckig. Muss ich gegen den kämpfen? Ich glaube, ich kann einfach vorbeilaufen, oder? Und ja, geil auch. Oh Gott. Hier, vielen lieben Dank für den Follow. Auch du bist jetzt ein Idiot. Willkommen im Team. Alter. Es ist schon eine leicht... Alter, wie soll man da denn hochkommen? Oh mein Gott. Alter, ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll, ganz ehrlich. Oh, mein armer Finger! Oh, Alter, Wiggler, hier hast du wirklich übertrieben. Boah, so schnell kann ich nicht tippeln. Oh, kurz, muss mal kurz meine Finger ausruhen. Alter! Ja, ihr kennt euch, das ist doch schön. Ja, die Stelle ist ein bisschen eklig. Oh, oh alter Schwede. Oh, das hätte er sich sparen können. Das hat mich jetzt ein wenig gestresst. Ah, fuck, ich bin klein. Okay, ich muss hier scheinbar einen richtigen Punkt finden. Aber das macht Spaß. Das ist definitiv ein cooles Level. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, dann an euch beide auch nochmal die Frage. Wie war denn euer Wochenende so? Was habt ihr so gemacht? Erzähl doch mal. Oh, fuck. Alles nochmal. Oh Gott. Auch diese eklige... Ach, okay, es gab einen Checkpoint. Habe ich gar nicht so realisiert, tatsächlich. Bitte nochmal. Hat nicht richtig zugehört. Wie euer Wochenende war, was ihr so Schönes gemacht habt.
Jetzt hier irgendwie das Timing Rip. Ah, fuck. Puh. Ich dachte, das wäre so ein schön chilliges Wettbewerbslevel, was ich hier mal spiele, aber tatsächlich ist es ganz schön hardcore. Ach nein, ey. Das hört sich aber ganz interessant an mit dem Floß. Mit Kumpels oder alleine? Wahrscheinlich eher mit Kumpels, ne? Alleine ist sowas wahrscheinlich eher langweilig, könnte ich mir vorstellen. Hä, hey, wieso geht denn der rechte Zapfen runter, wenn ich hier ganz links bin? Ganz rechts bin. Das gibt gar keinen Sinn. Okay, mit der ganzen Familie. Ja, das ist doch... Macht doch bestimmt Spaß. Wir ziehen morgen um und ich habe heute den ganzen Tag noch ein paar Sachen gepackt und so. Und ein bisschen aufgeräumt. Also ein äußerst anstrengender Tag. Vor allem das Wetter war ja auch relativ gut, glaube ich, ne? Dann macht das doch auch Spaß. Also hätte ich auch gerne gemacht. Zumindest lieber als... Umzugsarbeiten. Muss ich irgendwie diesen ekligen Typen hier überstehen? Oh nein, jetzt kommt gleich wieder diese schreckliche Stelle. Eklige Scheiße. Oh, das ist echt so gemein. Sowas liegt mir halt überhaupt nicht. So schnell tippeln. Seit der Metal Gear Solid 1 Folter weiß ich, dass ich solche Stellen nicht kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr älter oder jünger seid, aber bei Metal Gear Solid 1 gab es so eine Folterstelle, die man überstehen musste, um ein anderes Ende zu kriegen. Und da habe ich mir damals so den Ast abgebrochen, weil das so heftig war. Andere Leute haben da richtig Blasen bekommen, weil die ganze Zeit... Ich glaube, die X-Taste war es, um die Folter zu überleben. Ich bin älter als das Leben selbst, okay? Was für eine Weisheit. Frage ist, laufe ich jetzt einfach durch? Kurze Konzentration. Terraria Gamer Leon, hi, ich grüße dich. Oh moin, guten, wie lange streamst du schon und wie lange noch? Ich streame seit genau 53 Minuten und 50 Sekunden und ich werde heute höchstwahrscheinlich ungefähr so 2 Stunden streamen. Wir ziehen morgen um und ich muss noch das ganze Computer- und Streaming-Zeugs gleich in den Karton packen. Also ungefähr noch so ein Stündchen. Dann mal schauen, wie schnell der Umzug... soweit funktioniert hat, dass mein Internet wieder funktioniert. Oder unser Internet, besser gesagt. Oh, ich bin so ein Trottel. Ja, das ist so der Plan. Ich weiß jetzt nicht. Letztes Mal ging das beim Umzug mit Unity Media relativ gut. Da hatte ich aber auch einen neuen Vertrag. Das heißt, da habe ich diesen Umzugsservice nicht genommen. Sondern hatte, ja, war Neukunde. Da ging das relativ schnell. Da hatte ich sogar direkt am ersten Tag wieder Internet, aber ich weiß ja nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass ich morgen kein Internet habe. Zumindest kein normales Internet. Ich habe ja von O2 diese Flatrate, das heißt, ich habe so oder so Internet. Aber leider kein Stream-ausreichendes wahrscheinlich. Extreme Trick Shots, ich grüße dich. Hi, willkommen. Oh, gleich muss ich wieder diese schreckliche Szene spielen. Oh. Aber wenn du älter bist als das Leben selbst, dann müsstest du doch die Folter-Szene aus Metal Gear Solid 1 tatsächlich kennen, oder? Bis gleich, ja geil.
Boah, das ist so eine dreckige Stelle. Ah, ich komme langsam besser drauf klar. Für so ein Speedrun. Ah, fuck, jetzt bin ich klein. Okay, das ist wahrscheinlich mein Ende. Es müsste eigentlich reichen, um rüber zu laufen, normalerweise. So, dann stirbt, ihr komischen Dinger. Oh, das war ein Pixel vor dem Tod. Sehr knapp. Ja, ihr könnt übrigens zwischendurch auch gerne schreiben, wie ihr das Level so findet. Würde mich an der Stelle auch mal interessieren. Ich finde es ganz cool. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ist vielleicht ein bisschen lang für so ein Race-Level, aber... So, ich muss mir erstmal den Rhythmus hier angucken. Zack. Wahrscheinlich gehen die letzten so unfassbar unendlich schnell wieder hoch. Feuerblume. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich am Ende, oder? Igitt. Oh, das ist auch... Hä? So, ich muss einfach jetzt wieder laufen, jetzt wieder springen. Ja, toll, und ich brauche den Schlüssel von dem Boss oder was? Ja, gut, das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss den tatsächlich besiegen. Ah, das finde ich jetzt nicht so gut vom Design her, muss ich sagen. Das hätte man vielleicht anders machen können. Vielleicht, dass man einen roten Red Key oder so von dem Boss bekommt, dass man auch weiß, dass man den schaffen muss. So, ja, weiß man es ja nicht. Aber okay. Zack, zack. Das heißt, ich muss diesen Typen da gleich auf engstem Raum auf jeden Fall auch besiegen. Igitt. Klingt durchaus eklig. Wie mache ich das denn am besten? Von da kommen auch noch... Ja, und tot. Ja, ich gebe ihm mal einen Toll. Ich habe das ja im Prinzip mehr oder weniger geschafft, bis auf diesen Bosskampf... Da bin ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen unmotiviert, den nochmal dann auf diesem engsten Raum zu machen. An sich ein cooles Level. Die Punkte, die ich ein bisschen ändern würde, habe ich dir ja gesagt, Wiggler. Ja, beim Boss mehr Platz, weil, weiß ich nicht, da würde ich auf jeden Fall dazu neigen, einfach an dem vorbeizulaufen. Und ich wusste jetzt nicht, dass ich den Boss beispielsweise auch besiegen musste. Das fand ich jetzt, naja, hätte man vielleicht mit dem Red Key lösen können, also... Dass man da sieht, okay, ich brauche eine rote Münze, da ist ein Boss, okay, 1 und 1 zusammengezählt, ich muss den Boss wahrscheinlich töten. Aber das war jetzt nicht so ganz offensichtlich direkt, fand ich. Aber ansonsten war schon ein ganz cooles Level. An der einen Stelle ist mir fast mein Finger abgefallen, wo man so oft springen musste, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So viel kann ich schon mal sagen. So, The Jungle Island könnte auch ein durchaus schwieriges Level sein. Weltrekord liegt bei 12 Minuten. Ach du Scheiße. Also ein schwereres Level höchstwahrscheinlich. Ja, schauen wir uns ganz einfach mal an, würde ich sagen. The Jungle Treasure vom guten PRS Turtle. Boah, hier wird es langsam ein bisschen
Ah, ich habe gestern auch gedacht, okay, das Item habe ich noch nie im Super Mario Maker gesehen. Deswegen freue ich mich gerade zum ersten Mal im Mario Maker hier diesen Bau-Mario. Was kann der denn? Ich muss den mal gerade so ein bisschen testen. Es tut mir ja leid, aber... Okay, springen ist gleich, hüpfen ist... Also er kann eigentlich nur schlagen, der Rest ist gleich, okay. Y ist der Hammer. Ah, was habe ich denn da gemacht? Man kann sich Boxen legen. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega cool. Demon Luck oder Luke, ich grüße dich. Hi. Komme ich hier wieder lang? So, ich brauche hier irgendwie scheinbar... Muss ich den da töten? Kann ich den töten mit dem Hammer? Ich habe diesen Hammer, wie gesagt, noch nie benutzt, wirklich. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe mir doch eben irgendwie so Kisten geworfen. Naja, ist auch egal. Muss ich den vielleicht töten? Du kannst auch mit oben B Kisten. Na gut, jetzt habe ich das Kostüm nicht mehr. Ja, welche Gegner muss ich töten, um das Item zu kriegen? Follow Folklore. Willkommen und ja. Hallo. Rote Münzen gibt es auch. Interessant. Wie komme ich denn... Ich hätte ja vermutet, dass wenn ich hier in die Röhre gehe, da unten rauskomme. Aber das ist nicht so okay. Dann müssen wir mal... Wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Oben und B, okay. Ach, man kann wahrscheinlich nur zwei gleichzeitig haben, weil er dann aufgehört hat, welche zu machen. Das kann ich die auch schlagen, eventuell? Also das Hammerkostüm, wie gesagt, das habe ich vorher noch nie gesehen im Mario Maker, weil irgendwie benutzt das niemand. Aber es ist ja mega cool eigentlich. Macht auf jeden Fall Bock, damit zu zocken. Okay, da brauche ich erst den Hammer. Ich vermute, dass das Level so eine niedrige Abschlussquote hat, weil niemand diesen Hammer kennt. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich habe den bisher auch noch nicht gehabt. So, drei rote Münzen, eine habe ich schon. Aber ist auf jeden Fall ein ganz cooles Level. Man muss so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erkunden. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Gut, hier nach rechts gehen wir mal. Ha. Ja, er ist heute fertig geworden. Mal gucken. Ja, man muss einfach mal, wenn man Mario Maker Level hochlädt, hat man immer so... Ja... Auch ein bisschen Glück oder Pech, wie oft das am Anfang gespielt wird. Ob man da jetzt Likes oder so bekommt. Ich finde es, wie gesagt, ganz nett bisher. Finde ich es noch nicht schwer. Aber, ja gut, das hier ist schon ein bisschen schwieriger. Ah, fuck, ich habe die nicht gesehen und es gab keinen Checkpoint. Nein! Nein! Ja, und das Level spielt sich nicht ganz so schnell. Das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei einigen Leuten, dass sie das ein bisschen abschreckt. Achso, da oben muss ich ja gar nicht hin. Ich bin ja, glaube ich, eben einfach direkt in die Röhre gegangen. Hä? Oder war das die? Ich bin doch eben in irgendeine Röhre gegangen, meine ich. Bin ich so... Ach, hier oben war das. Ja, ich habe schon wieder vergessen. Altersdemenz. So, aber wenn man einmal weiß, wo man lang muss, kann man es auch relativ schnell durchspielen. So, die erste. Ja, aber an sich ist es eigentlich, finde ich, ein ganz nettes Level. Es macht auf jeden Fall Bock.
Nur hier die Stelle ist ein bisschen. Ah, wo, hier irgendwo gab es auch einen Hammer, glaube ich, ne? Den hole ich mir nochmal. Gehen wir nochmal fix zurück. Ach, schon krass, dass niemand dieses Hammer-Item für seine Level benutzt. Oh, fuck. Ach, Mist. Aber hier ist ja zum Glück ein neuer. Da können wir auch direkt dieses Ding da mal töten. Ich bin ja auch ganz froh, dass ich von so Auto-Leveln am Anfang... Das muss man erst freischalten, deswegen wird das... Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Was muss man denn machen, um das freizuschalten? Also nicht, dass ich das selber freischalten will. Wahrscheinlich den Story-Modus spielen, oder? Das wäre ja eigentlich das Naheliegendste tatsächlich. Die Stelle hier ist ein bisschen tricky. So, jetzt bin ich klein. Ach, hier ist ja der Hammer. Perfekt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass man den Story-Modus durchspielen muss. Alles andere macht hier irgendwie keinen Sinn. Ja gut, und dementsprechend kennt niemand dieses Hammer-Item. Deswegen wissen die Leute nicht, was sie damit machen können. Deswegen hat es auch wahrscheinlich so schlechte Quoten, könnte ich mir vorstellen. Okay, das war dumm. Aber ich konnte doch eben zwei von diesen Kisten legen. Warum kann ich das nicht mehr machen? Sogar mehr als zwei. Ich glaube, das Level ist jetzt RIP, weil ich hier... Kann ich die auch irgendwie aufnehmen? Okay. Das ist cool gemacht, dass man da die Kisten einsetzen muss. Das finde ich sehr gut. Also ich mag das Level. Ich finde es cool. Hier muss man auch diese Kisten da drauf machen. Es ist jetzt nicht so super Action-Level. Es ist ein bisschen ruhiger. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ach, die kann man damit... Ich wollte gerade sagen, oh nein, jetzt bin ich tot. Aber die kann man damit tatsächlich auch kaputt machen. Ja, lernen wir das Item doch auch mal kennen. Würde mich halt interessieren, wie man das freispielt. Hat jetzt ja noch keiner von euch drauf geantwortet, aber... Ich würde sonst erstmal vom Story-Modus ausgehen. Ich weiß... Also meine Frau hat den Story-Modus schon durch. Vielleicht... Ah, Jay ist wieder da. Hi. Abenteuermodus durchspielen. Okay. Da bin ich auf einem ganz guten Weg. Da bin ich jetzt, glaube ich, so bei 96% oder 95% oder sowas. Okay, selbst den kann man damit platt machen. Muss ich da lang? Komm her, kleines Ding. Komm her. Ja, also ich finde den Abenteuerbonus eigentlich echt ganz cool. Oh, fuck. Ich wollte mir den eigentlich auch aufheben, aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Den Abenteuermodus bei Machen Wecker 1, den fand ich halt echt langweilig. Deswegen dachte ich mir, oh, Abenteuermodus, voll langweilig. Aber Machen Wecker 2, das ist schon ganz cool gemacht, finde ich eigentlich. Auch mit den ganzen Figuren, die einem dann noch so Bonusaufgaben geben. So, Mario, leg den doch mal. Achso, das sind alles Reset-Hören, okay. Brauche ich den eventuell? Oder warum Reset-Hören? Achso, hierfür wahrscheinlich. Ist das auch eine Reset-Tür? Ja, okay.
kann ich doch eigentlich... Ah, geht der nach links? Also das ist schon ein cooles Level, muss ich sagen. Okay, jetzt habe ich keinen Anzug mehr. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber du wirst mir da oben ja sicherlich wieder direkt einen geben. Okay. Ach, muss ich hier alle töten oder so? Gut, wir kriegen ja wieder ein Item. Ich gehe mal davon aus, dass ich alle diese Käfer töten muss. Ih, da kommen ja noch mehr. Okay, dann resetten wir mal wieder. Da war da irgendwie ein großer oder so, den ich jetzt übersehen habe. Nein! Gab's einen Checkpoint? Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der her ist, aber wir haben auf jeden Fall dann dadurch mehr Zeit. Okay, da habe ich nicht so ganz kapiert, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Ah, scheiße. Ach, das war dumm. Versuch mal mit dem Hammer rüberzukommen und dann rechts die Blöcke kaputt zu machen. Okay, ich versuch's. I give me Mühe. I... Ach, ihr geht die Seele, war ein bisschen eklig. Ja, Mario, holt er sich die Dinger überhaupt her? Bauen wir uns mal einen Weg rüber. Ja, hier ist vielleicht ein bisschen wenig Platz. Da kann man nicht so wirklich nach oben springen. Ah, jetzt habe ich mir hier wieder den Weg zugebaut. So müsste es doch jetzt eigentlich spätestens gehen. Ja, wobei, jetzt fehlt hier auch wieder der... Nein! So, geh da mal hoch, Mario. Okay. Sind ja gleich wieder an der besagten Stelle. Kann man mit dem Hammer irgendwas auch nicht kaputt machen? Es scheint mir jetzt so, als wenn man mit dem wirklich so ziemlich alles kaputt machen könnte. Wie der schlägt, erinnert mich an dieses alte SNES-Spiel. Wie hieß denn das noch gleich? Wreck-It Crew oder so. Mein Gott, das war dumm. Das war dumm, aber egal. Da haben wir noch nicht so ganz gecheckt, was ich da so machen soll. Haben wir wahrscheinlich gemerkt. Noch mal gerade so geschafft. Der eine Sprung ist halt echt nicht so einfach. Dass da jetzt so ein Käfer ist, macht es auch nicht einfacher. Also ich werde darüber kommen. Da bin ich relativ optimistisch. Deswegen springe ich auch immer wieder zurück, weil ich davon ausgehe, dass ich diesen Hammer brauche. Ich warte mal, bis der Käfer hier ist. Dann habe ich den schon mal eliminiert. Das ist echt eine Geduldssache, aber das kriegen wir hin. Jetzt muss ich hier wieder auf den Käfer warten. Okay, Todeskonzentration. Ich frage mich echt, wie man da mit einem Versuch rüberkommen soll. Naja, wir werden schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du dämlicher Käfer. Wegen dir muss ich immer warten.
So, jetzt bin ich hier und jetzt sagtest du, ich soll in den Blöcken suchen. Fangen wir doch mal hier an. Ja, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas mache. Nein, auf den nicht. Ach, du meinst die hier? Ach so, okay. Dann machen wir das doch mal. Wahrscheinlich im allerletzten. Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Wobei, nee, noch nicht. Ach, da ist der Schlüssel! Ich hab ihn! Yay! Noch ein Checkpoint. Okay, dein Level ist echt mega lang. Stimmt hier oben hoch, oder? Nee. Aber du hast dir auf jeden Fall... Autsch. Richtig viel Mühe gegeben hier bei dem Level, beim Design. Das finde ich echt ganz schön gemacht. Alles so mit den verteilten Münzen und so. Da oben ist, glaube ich, nur ein Secret Leben, oder? Wir holen uns das mal. Da, Mario! Echt Idiot, aber da gibt es ja wieder neun. Ach, jetzt verstehe ich das. Man muss hier... Also wenn es hier nicht so viele Hammer geben würde, würde ich dein Level, glaube ich, auf keinen Fall schaffen. Aber dadurch, dass du so viele Hammer dahin gemacht hast und auch die Checkpoints echt gut gesetzt hast, finde ich das Level eigentlich echt nicht hart. Die Stelle hier, die ist halt auch wieder so ein bisschen... Jetzt glaube ich, bin ich tot. Das war dumm. Ja, da jetzt wieder zurückzukommen... Boah, geschafft. Ja, dieser Käfer da oben ist schon echt ein bisschen unfair. Ja, okay. Da hast du auf jeden Fall... Ah, Hilfe, das wollte ich nicht. Eine ganz gesunde Einstellung. Also manche Level... Manchmal macht es mir auch Spaß, so ein bisschen zu tryharden. Was diese Level angeht, aber... Ah. Da hatte ich gerade auch Schweine. Im Prinzip gebe ich dir recht, dass... Die Level, die man, die jeder durchspielen kann... Machen auf jeden Fall den meisten Leuten dann mehr Spaß als dieser 1% Level. Ach, ich bin so ein dummer Idiot. Na, manche Stellen hast du es... Also ich sag mal, ich schaff das jetzt. Das ist jetzt nicht schwer, das Level. Aber an manchen Stellen hast du vielleicht ein bisschen übertrieben, was so diese Enge von den... Mario, würdest du da bitte durch, was die Enge von diesen Durchgängen betrifft? SMG4, hi, ich grüß dich. Wie geht es dir? Jetzt hoffe ich, dass noch ein Checkpoint kommt oder das Ziel. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ein sehr schönes Level, ich danke dir. Hat mir definitiv viel Spaß gemacht. Ja, die Punkte, die ich nicht so gut fand, habe ich ja gesagt. Aber ansonsten, schönes Level. Ich gebe dir auf jeden Fall auch ein toll. Das hat definitiv Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen K.O. Wir ziehen morgen um. Das ist jetzt so der letzte Stream, bevor ich dann gleich alle PC-Sachen abbaue. Entsprechend bin ich ein bisschen nervös. Auch ein bisschen geschafft von den ganzen Arbeiten der letzten Wochen. Aber... Ja, die Freude überwiegt, in ein neues Zuhause zu ziehen. Morgen. Das wird ein sehr krasser Tag. Netter Stream, Dankeschön. Ich muss nur jetzt los, werde definitiv nochmal runterkommen irgendwann. Okay, dann viel Spaß bei was du auch immer machst. Und man sieht sich. 1B8...
6FG. YLG. So, gucken wir doch mal, was wir hier noch so Schönes haben. Wohin zieht ihr, wenn ich fragen darf? Das kannst du gerne fragen. Wir ziehen in eine kleine Stadt in der Nähe von Bielefeld. 30 Minuten entfernt, ein Kurort. Mit diesen Informationen müsstest du eigentlich wissen, wo ich hinziehe. Ich hätte doch eigentlich den Stadtnamen sagen können. Aber, ja, wenn du dich dafür interessierst, solltest du ihn relativ... was ist das für ein Level? Don't move, okay. Das ist ein schönes Level. Da kann ich dann ein bisschen chatten. Mit euch sprechen. Das ist bei solchen schwierigeren Level meistens immer ein bisschen problematisch. Das ist das erste 3D World Automatic Level, was ich sehe. Früher wurde man ja am Anfang von Mario Maker 1 damit richtig zugespammt. Mittlerweile echt eine Rarität. Ich habe mal irgendwann so einen YouTuber gesehen, der hat versucht, Automatik-Level selber zu spielen. Also ohne Automatik. Das war ganz witzig. Ja, genau. Und wir haben auch viel mehr Platz. Und es wird, dann denke ich mal, auch schöner werden. Hallo, Iben. Ich grüße dich. Die Typi ist gerade noch bei der Sektoma. Die wird gleich irgendwann auch kommen, bevor du fragst. Ich hatte ja gestern gesagt, ich stream heute nicht, aber aufgrund akuter Langeweile stream ich doch. Wahrscheinlich so bis 8:30, Viertel vor neun. Viertel vor neun ist aber schon wirklich das Allerspäteste. Okay, das ist kein gutes Automatik-Level. Ich muss mich bewegen. Nein, Spaß. Ist ganz nett. Ich bin nicht so der Fan von Automatik-Leveln, aber von daher ganz gut gemacht. Bouncy Mon, Bouncy Mon. Hi, ich grüße dich. Die Likör-Oma, ja. Wie was? Wie, achso, ich glaube, wie stressig der Umzug wird. Muss ich da rein? Ja, also dadurch, dass wir ein Umzugsunternehmen haben... Okay, ich habe das Level irgendwie gecrashed. Ich muss das jetzt selber spielen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja, okay. Wir machen wieder Don't Move. Es war ja ein Don't Move Level, ne? Von daher machen wir gar nichts. Ich lege den Controller weg. Hier, meine Hand. Da, die andere. Ja, also... Dadurch, dass wir Montag umziehen, kann uns ja logischerweise niemand beim Umzug helfen. Es ging nicht anders und deswegen Umzugsunternehmen, das heißt, das ganze Tragen und so müssen wir nicht machen. Aber so ein Umzug ist ja trotzdem immer mit Stress verbunden, vor allen Dingen, weil unser Kater ja auch mit umzieht und wer schon mal mit einer Katze umgezogen ist, kann sich ungefähr vorstellen, was mich da oder uns da dann morgen erwartet. Er wird ununterbrochen jaulen den ganzen Tag. Ja, der arme Kater. Aber, ja, weiß ich nicht. Kisten auspacken macht ja eigentlich Spaß. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich sage mal 7. Du kannst mich ja nach dem Umzug nochmal fragen, ihm, ob es dann bei der 7 bleibt. Ja, das Aufbauen wird halt nervig, ne? Alles aus den Kisten wieder rausholen und so. Ja, ein Don't-Move-Level, aber ich muss mich bewegen. Irgendwas scheint da noch nicht so ganz zu funktionieren. Mach ich, okay. Ah, von wegen Don't-Move-Level. Ich muss mich ja hier bewegen. Was ist das denn? Muss ich mich ja auch noch in den Leveln bewegen? Was passiert, wenn ich hier reingehe? Nichts, okay. Passiert hier irgendwas? Obwohl, da kommt, glaube ich, gleich das Ding runter. Genau, dann geht's weiter. So, bin gespannt. Aber ganz cool gemacht, das Level bisher. Ich glaube, jetzt ist er aber wieder... Oder passiert da noch was?
Ich warte mal noch, aber ich glaube, ich muss wieder selber spielen. Igitt, selber spielen. Eine sehr lange Röhre, die uns wahrscheinlich ins Ziel führt, oder? Ach ja. Aber ist eigentlich ganz cool gemacht. Also von daher, ich kann jetzt nicht meckern. Wie komme ich denn ins Ziel? Nein, ich will nicht wieder alles zurück. Aber wenn du es Automatik-Level nennst, sollte es eigentlich auch schon so gebaut sein, dass man gar nichts macht. Okay, da kommt jetzt eine Bombe. Ich weiß nicht, wie ich da in das Ziel kommen soll. Oder ist das hier für den Schlüssel? Ah, okay. Das war mein Fehler. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was muss ich hier tun? Nee, war meine Dummheit. War ein cooles Level. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einsenden. Bin mal gespannt, was mich als nächstes so erwartet. Ja, es war definitiv ganz nett. Vielen lieben Dank. So, mal eben einen Schluck trinken. So, welches ist denn das nächste Level, von dem der Zuschauer auch anwesend ist? Das müsste das hier sein. Extreme Trick Shots. Dann schauen wir doch mal. 2LQ. FNF. MTF. Ah, fuck. So, ja, und ihr habt ihr morgen Ferien, Urlaub, Schule, müsst ihr arbeiten. Also von einigen weiß ich's, die arbeiten, aber wie ist das bei euch so? Ich habe ja ab morgen tatsächlich 2,5 Wochen Urlaub. Ach. Naja, mehr oder weniger Urlaub, Umzug halt, ne? Und vielleicht noch renovieren und sowas alles, aber ich muss zumindest nicht zur Arbeit. Das ist mal sehr schön. Wie heißt das Level? The Mad Lad's Mansion, okay. Ein Geisterschloss mit roten Münzen, das ist immer etwas ganz Besonderes. Das ist immer mit sehr viel Frustration verbunden, aber mal gucken. Bisher ist es eigentlich relativ chillig. Das ist cool, dass man die Geister hinter den, hinter den Dingern sieht. Das finde ich cool gemacht. Also von Nintendo. Malochen noch dann zwei oder noch zwei. Ach, in 2 Wochen hast du Urlaub. Anders gesagt. Ja, das Malochen, das habe ich jetzt hinter mir. Vor allen Dingen der letzte Urlaub im Juli, den ich hatte. Ich kann im Winter relativ schlecht Urlaub nehmen bei meinem Beruf. Oh Gott. Das ist eklig. War jetzt im Juni, aber da habe ich auch wirklich eine Woche lang nur Boden ge... Ach, wie heißt es? Mir fällt das Wort nicht ein. Okay, die Stelle ist ein bisschen Boden geschliffen. Das Wort wollte ich sagen. Das war dann durchaus ein bisschen anstrengend. Deswegen mal so ein kompletter Urlaub. Oh, das ist eine fiese Stelle. Und das Problem an diesem Level, so ein, wie sage ich das jetzt? Ich will nicht sagen Anfängerfehler, das klingt so gemein. Aber wenn man so ein Level baut, wo man rote Münzen einsammeln muss mit 4 verschiedenen Wegen, das ist jetzt ja nichts, was jetzt komplett neu ist, das gab es schon 100.000 Mal, dann finde ich es eigentlich fair, wenn man dann nach jedem dieser 4 Münzen den Checkpoint macht. Was machst du? Bist doch Streamer. Ich bin Projektleiter in einer Firma, die Software für Personalwesen herstellt.
Und diese Software wird häufig zum Jahreswechsel umgestellt. Und deswegen ist es. Ja, habe ich zum Jahreswechsel immer relativ viel Stress mit Arbeit. Und Urlaub ist dann auch nicht so wirklich drin. Dafür habe ich aber im Sommer total viel Zeit, Urlaub zu nehmen. Also wir stellen eine Software für Lohn- und Gehaltssoftware, Lohn und Gehalt her und Zeitwirtschaft und sowas. Und ich berate dann Kunden und so weiter und so fort, um das mal kurz zu fassen. Lol, hab gerade das Level bei einem anderen Streamer gesehen. Okay, Kevin, erstmal hallo. Ja. Das ist auch von einem englischen Zuschauer oder amerikanischen. Ich vermute, der wird das jetzt einfach bei jedem Streamer einfach in den Chat gepostet haben. Und wahrscheinlich nicht mehr da sein. Das heißt, wir können über sein Level richtig schön herziehen, weil er nicht da ist. Ha, herrlich. Nein, Spaß beiseite. Aber um nochmal zum Level zurückzukommen, hier so ein Checkpoint, wenn man hier hochkommt oder so. Das wäre einfach fair, weil wenn ich jetzt sterbe, muss ich immer wieder alle vier Sachen nochmal machen und das finde ich immer ziemlich nervig und da werde ich auch nicht lange Lust drauf haben, muss ich sagen, weil an sich ist das Level wirklich cool gemacht, aber dadurch, dass der Checkpoint da fehlt und ich immer das gleiche wieder nochmal machen muss, das ist, weiß ich nicht. Also wenn ihr so ein Level baut mit mehreren Türen und roten Münzen, vergisst nicht, den Checkpoint so zu legen, dass man den nach jedem Mal Münzen holen direkt aktiviert. Alles andere ist nicht gut. Oh, das ist doch zum Kotzen. Ach, und dann immer wieder das Gleiche. Ich meine, bin ich dazu streng? Seht ihr das auch so mit den roten Münzen? Nicht fluchen. Mann, ich grüß dich. Doch fluchen. Das wollen die Zuschauer doch sehen, dass man flucht und ausrastet. Nee, was ist eure Meinung? Bin ich dazu kritisch, wenn ich sage, wenn man solche Level baut, muss man nach jedem Raum einen Checkpoint einbauen? Also bei dem Übergang zu den nächsten Räumen. Seht ihr das anders? Ich finde, das gehört sich. Das macht man so. Weil diese vier Räume als solche sind eigentlich echt nicht schwer. Was das Level wirklich so schwer macht und deswegen werden wahrscheinlich auch viele Leute frustriert aufhören, ist die Tatsache, dass man immer wieder alles machen muss. Ja, kommt drauf an, wie schwer man das machen will. Eben. Hier finde ich es jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen unnötig irgendwie. Weil dieser Raum ist echt eklig. Wir machen den Raum mal zuerst. Wir machen ekliger Raum zuerst, weil dann haben wir ekliger Raum gemacht und sind wieder da und können einfacher Raum machen. Ach, ekliger Raum ist sehr frustrierend. Salz für Barry und nö, keine Checkpoints, aber mehr Pilze. Ja, mehr Pilze, das wäre auch, dann wäre ich auch mit zufrieden. Das wäre definitiv okay. Ja, ich überlege gerade, wie macht man das am besten? So nicht. Ach. Vielleicht Spinjump? Ah, der Spinjump in diesem Spiel ist so komisch. Der ist so ultra. Der ist so merkwürdig. Den will ich eigentlich gar nicht anwenden. Da passiert nämlich das. Ja, und hier. Da, ja, wo muss ich da hin? Da sind Münzen. Okay, aber. Okay. Eigentlich ist das absolut machbar. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so anstelle.
In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, der Sprung vom zweiten zum dritten, da weiß ich nicht so ganz, wie man den... Weil du schon ein gewisses Frustlevel erreicht hast. Ja, kann sein. Okay, so geht's. Puh. Ja, gestern Mario Party, heute Mario Party, Umzugsstress. Ja, doch, kann sein, dass es damit auch zu tun hat. Würde ich gar nicht mal ausschließen. So, ekligen Raum geschafft. Wir machen den anderen dann mal am Ende. Okay. Der ist relativ... Ah, Igitt. Oh nein, ich muss wieder zurück. Kurze Phase der Todeskonzentration. Oh. Der Rest des Raumes hier. Wie soll ich denn da wieder zurück? Okay. Muss ich mich hier treffen lassen oder was will der mir sagen? Hä? Also wenn ihr wüsstet, wie ich da wieder hinkomme, ohne mein Item zu verlieren, würdet ihr mir das gerne sagen. Wow! Oh Gott. Das war ein bisschen überraschend. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Frage ist nur, wie soll ich da jetzt reinkommen? Oder soll ich das gar nicht? Soll ihr da jetzt direkt weiterfliegen? Ah, okay, das ist cool. Loben wir mal das Level zwischendurch. Das ist ganz witzig gemacht. Da hat er sich was gedacht. Ja, da muss man das Level im Prinzip nur in der richtigen Reihenfolge bei den Räumen spielen. Ich glaube aber, da komme ich doch jetzt... Ah doch, da kommt man doch durch. Ja, finde ich das jetzt gut, dass man die... Dass man so einen Vorteil hat, wenn man die richtig... Also eigentlich müsste man oben links anfangen, dann unten rechts und dann, keine Ahnung... Ja, vielleicht hätte er da... Ja, keine Ahnung. Also das Level an sich, die einzelnen Räume sind wirklich gut gemacht, aber so dieses... Ja, wie nenne ich das? Dieses Zusammenspiel. Beziehungsweise... Ja, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken kann. Wie erkläre ich das? Also die einzelnen Räume als solches finde ich cool. Außer den Raum, wo man klein wird, wenn man wieder zurückkommt. Aber so da, diese Zusammenführung dieser vier Räume mit den fehlenden Checkpoints oder keine Ahnung, das ist verbesserungswürdig. Aber diese vier einzelnen Mini-Räume, die waren definitiv ganz gut gemacht. Das war jetzt immer noch scheiße erklärt, aber wahrscheinlich haben es ein paar Leute verstanden, was ich wollte. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Bosskampf. Ich hätte auch einfach durchlaufen können wahrscheinlich, aber... So, wo ist der Bosskampf? Aber insgesamt ist das Level doch eigentlich ganz cool gemacht. Oh fuck. Jetzt habe ich meine Feuerblume verloren. Nur irgendwie verstehe ich jetzt nicht... Oh fuck. Jetzt muss ich hier schnell durch, nicht dass ich sterbe. Aber es gab, glaube ich, einen Checkpoint, ne? Von daher. Oh, der Bosskampf.
der nicht sehr erfolgreich für mich lief. Ja, das ist alles okay. Also es war jetzt auch nicht als Kritik an dem Level gemeint, dass ich scheiße finde. Aber ich versuche immer bei den Leveln so ein bisschen auf einzugehen, was ich hätte anders gemacht, was ich anders gemacht hätte oder was man verbessern könnte. Ach scheiß, auf die darf ich nicht drauf. Ja, dann wird der Raum mit den Feuerbrudern gleich wahrscheinlich etwas schwieriger. Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich meine, viel ist jetzt nicht mehr. Es sind ja noch diese paar Räume hier und dann dürfte das Level ja eigentlich auch vorbei sein. Hä, wie soll man da ohne? Na, ja, das war dumm. Dumm von mir, da hätte man eigentlich locker flockig ohne Treffer rüberkommen können. Uah, Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ach, perfekt. So, der Kamek kann ich auch mal und diese Goombas im Prinzip auch. Hä? Ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch auf Erden. Lalala. Puh. Ich verstehe nicht, wieso ich an diesem Level jetzt gerade so ultra lange hänge. Es ergibt keinen Sinn. So bei dem rüber, bei dem unten drunter wahrscheinlich. Ja. Nee, der letzte Mensch auf Erden hätte mehr Überlebenswille. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn es noch zwei Menschen auf Erde wären, männlich und weiblich, dann wäre das, ja, der Überlebenswille ja noch da, aber ich spiele gerade eher so wie der Mensch, wenn wirklich nur noch ein Mann oder eine Frau da ist. Man weiß, man ist der Letzte und ja. Boah. Das war ganz schön Glück. So spiele ich gerade. Das ist das Problem an der Stelle. So. Hallo Tribi. Na, wie viel Liköre hast du getrunken? Da. Alter, war das knapp. Uah. Alter, wieso spiele ich denn heute so scheiße? Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Also jetzt dürfte das Level auch allmählich mal vorbei sein. Irgendwie liegt mir dieses Level nicht. Oh, morgen früh gibt's Kaffee. Oh, geil. Habe ich ja noch gar nicht erzählt. Morgen, normalerweise gäbe es keinen Kaffee, wenn wir aufstehen. Was den Umzug von einer Skala 7 auf eine Skala 10 erhöhen würde, normalerweise. Sehr schön. Kaffee, ja, perfekt. Ja, cooles Level. Die einzelnen Ideen waren gut. Aber irgendwie die Zusammenwürfelung dieser Sachen war irgendwie teilweise komisch. Also, wie spät haben wir es? Ein paar Minuten habe ich noch. 8:30 wollte ich eigentlich aufhören. Ja. Wie gesagt, diese Positionen, die bedeuten im Prinzip nicht so viel, weil ich die Level von Leuten, die online sind, auf jeden Fall bevorzuge. Also keine Sorge, wenn ihr da irgendwie auf Platz 12 oder so seid, das hat nichts zu sagen erstmal. So, DP5. DP5, 775, KBG.
Zwiebellikör ist besser, zumindest am Wochenende. Ja, das ist so. So, dann machen wir mal kurz die übliche Eigenwerbung, kurz vor Schluss. Das ist unser YouTube-Kanal und wir starten mal das nächste Level. Das den wunderbaren Namen trägt Duck Bowser's Invasion. Oh, ihr hattet Wein. Gemein. Easy, bisher zumindest. Achso, ich habe gar nicht auf die Prozente geguckt. Hä? Ah, oh Gott. Was muss ich hier machen? Ja, Dieb, oder Lüg, ich spiele dein Level. Frage ist. Kann ich da hoch? Ha, perfekt. Ja, wir trinken gleich Sekt, da freue ich mich drauf. Eigentlich bin ich nicht so der Sekttrinker, aber für den Umzug muss es mal sein. Luke, eine Frage, was muss ich da machen bei dem Bosskampf? Mir geht es gut, deinem Mann leiden zu sehen, macht Laune. Muss ich einfach überleben bei dem Boss? Scheint irgendwie so. Scheiße. Ja, Streamer leiden sehen ist ein Hobby von vielen Menschen heutzutage. Fuck. Auch wenn man es mir nicht glaubt, ich bin jetzt mal absichtlich in den reingelaufen, weil ich glaube, ohne Pilz macht das keinen Sinn. Dieser Tod wiederum war nicht gewollt. Okay, man muss wirklich eine Runde warten. Habe ich das eben eigentlich eben schon erzählt? Ich habe das Level von gestern heute Morgen übrigens geschafft. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst, als ich das erzählt hatte. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, am Anfang des Streams habe ich das erzählt. Manchmal lohnt sich Leiden dann doch. Ja, das ist schon. Obwohl, da war die Tür ja sogar schon da. Habe ich gar nicht gesehen in meiner puren Verzweiflung. Okay, jetzt geht aber nicht am Anfang darauf zu spinnen. Ich versuche es ja. Muss ich noch schneller sein? Ah, okay. Ich war nur ein wenig langsam. Ach ja, ach ja, ach ja. Das ist schon nicht so ganz einfach. Frage ist, wie lange geht das Level dann noch? Wahrscheinlich ist es erst der Anfang, danach wird es 12-mal so schwer. Okay, ja, das wäre eine gute Idee gewesen mit dem Ton. Weil ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Danach kommt ein Checkpoint. Ja, also ich war auch überrascht. Wie gut man dann manchmal ist, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt. Nur ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn Leute ihre Level einsenden und ich dann irgendwie längere Zeit an einem sitze, dann werde ich irgendwie unruhig und denke mir, ah, okay, jetzt hassen mich bestimmt alle und dann denke ich mir, ach, die hassen dich sowieso. Ja. Puh, das war knapp. Ich hätte jetzt fast den Checkpoint übersehen übrigens. Ja, also das ist machbar, ein bisschen lucky, aber durchaus machbar. Oh Gott, Igitt. Fuck. Ja, aber dieses 1%-Level vom gestrigen Stream, das hat mir auch wirklich Bock gemacht. Das ist
finde ich noch was anderes, wenn einem ein Level Spaß macht und man das tryhardet oder es irgend so ein random Level ist, was im Troll-Level ist. Ja, von daher. Aber das ist halt so der Grund, weswegen ich immer denke, ah, spiele ich das jetzt stundenlang? Ach, du Scheiße. Aber das ist auch machbar, das ist auch machbar. Muss man einfach nur Geduld haben. Und einen Pilz. Ich weiß nur nicht, ob ich das in der Zeit schaffe, die mir noch zur Verfügung steht. Das sind jetzt noch 9 Minuten. Könnte knapp werden. Nein, ich habe doch die Spin-Taste gedrückt. Da wird es dann auch aufregend. Ob man dann zweimal kurz spinnen muss und dann schnell oder so, da bin ich auch mal gespannt. Muss man halt alles rausfinden. Ah, das war dumm. Nein, da war ein Checkpoint. Ah, okay, das ist aber definitiv machbar. Das kriege ich hin. Ich habe halt den Fehler gemacht, danach nicht zu spinnen. Da hat mein Gehirn kurz einen Aussetzer gehabt. Ja, also machbar, habe ich ja gesagt. Das ist nicht so schwierig. Okay, hier ist ein Bowser-Kampf. Also Ausweich-Action. Na komm, kleiner süßer Bowser, komm. Bleib stehen. Erinnert mich so ein bisschen an den Bosskampf gegen Bowser in NSMBU. Nee, NSMBU war das, glaube ich. Wo man vor ihm so am Ende weglaufen musste. Das war ja ziemlich ähnlich. Okay, da habe ich jetzt auch keine Ahnung. Pff, da bleibe ich einfach unten links stehen und duck mich. Ah, war natürlich klar, dass der mich trifft. Oh, Helfer. Ah, diese dämlichen Piranha-Pflanzen. Die machen meinen ganzen faulen Plan zunichte. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Okay, das war dann doch einfacher als gedacht. Barry, streamst du eigentlich nur Super Mario Maker? Das ist eine sehr schlaue Frage. Erstmal auch das drauf eingehen, was Luc geschrieben hat. Ja, also das war ein cooles Level, Luc. Vielen lieben Dank. Kriegst auf jeden Fall ein Like. Das war echt witzig. Mir fällt auch so spontan nichts ein, was man verbessern könnte. Es war einfach ein cooles Level. Also ich streame nicht nur Super Mario Maker. Ich streame hauptsächlich Nintendo-Spiele. Das heißt, mal Splatoon zum Beispiel, mal Mario Kart, keine Ahnung. Mal spiele ich auch einfach Spiele im Stream durch. Da ist jetzt für den Sommer der zweite Anlauf Yooka-Laylee mal eine Chance geben dran, tatsächlich, eventuell. Also ich spiele nicht nur Super Mario Maker, aber dadurch, dass der Super Mario Maker jetzt noch so aktuell ist und dass man da auch als kleinerer Streamer besser Zuschauer bekommt, streame ich im Moment relativ häufig Mario Maker. Aber ich stream nicht nur, also ich spiele auch mal Spiele im Stream komplett durch oder auch mal andere Sachen, hauptsächlich von Nintendo, aber nicht nur. Ja, habe früher auch mal eine Zeit lang Overwatch gestreamt. Ja, worauf man halt immer so Lust hat. Und jeden Montag, außer morgen halt, da ist der Umzug, ist dann immer so eine Multiplayer-Runde, wo ich mit Rick und Zellos von unserem Kanal, Gentle Idiots, zusammen Sachen aufnehme. So Multiplayer-Spiele, sei es Splatoon oder Mario Kart oder letzte Woche zum Beispiel Golf with Your Friends oder
Ultimate Chicken Horse, irgendwas. Also ich spiele nicht nur Super Mario Maker, aber im Moment streame ich relativ häufig Mario Maker, weil der Hype einfach noch da ist. Ja, das war eine sehr ausführliche Erklärung. Ich hoffe, sie hat dir gereicht. Gut, ja. Puh, 3 Minuten habe ich noch Zeit. Es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, noch ein Level oder sowas anzufangen. Von daher möchte ich euch einfach mal Danke fürs Zusehen sagen. Ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen, dass das morgen mit dem Umzug alles ganz gut funktioniert und dass ich relativ schnell oder wir relativ schnell wieder Internet bekommen. Dann geht's auch weiter mit dem Stream. Also nicht nur mit Super Mario Maker, aber im Moment ist der Fokus schon auf Super Mario Maker auf jeden Fall vorhanden. Gut, ja, schaut mal bei uns bei YouTube vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Und Fan werde ich eh nicht. Ciao.